Wendy 2, war das für dich sofort klar, dass du wieder dabei sein möchtest? Ja, absolut. Ich hatte große Lust darauf, zu gucken, wie sich Heike weiterentwickelt und da auch reinzuspringen. Und ich wollte einfach auch alle wiedersehen. Und ich habe große Lust daran, Kinderfilme zu machen und besonders Pferdefilme. Ja. Deswegen war es klar, dass ich wieder mit dabei bin. Hättest du denn Lust darauf, einmal eine Szene mit deinem Pferd zu drehen? Ja, absolut. Du meinst jetzt eine Reitszene, ja, richtig? Genau. Ja, ich hätte große Lust auf das Training vor allen Dingen und weil ich auch noch mal meine Angst überwinden müsste. Also ich saß schon lange nicht mehr auf einem Pferd. Ich hatte mal einen Reitunfall und bin dann auch nicht wieder aufgestiegen, dooferweise. Dadurch wäre jetzt meine Hemmschwelle relativ hoch. Und da ich es sehr liebe, an meine Grenzen zu gehen und auch meine Angst zu überwinden, wäre das mal... Ja, das ist ein guter Punkt übrigens. Ja. In Wendy 3. Wird es Heike auf dem Pferd. Stimmt. Ich werde es gleich anbringen. Ja, sie hat ja total eine große Veränderung durchgemacht. Ja. Wie war es für dich, diese Veränderung mitzunehmen in deinem Spiel? Ich durfte halt viel freier sein. Ja, also ich war nicht mehr so zugeknöpft wie am Anfang und nicht mehr so getrieben, damit, dass ich überall Empfang habe und meine Termine einhalten kann, sondern ich durfte... ich durfte mich freispielen und auf dem Hof auch wirklich rumtoben und mich austoben. Und ich habe es sehr genossen, so frei sein zu dürfen und auch mit den Tieren so nah sein zu können. Im Film spielt Freundschaft eine riesige Rolle. Mhm. Was findest du denn an der Freundschaft am wichtigsten? Ich finde am wichtigsten, dass ich wirklich zu 100% so sein darf, wie ich bin. Und damit meine ich wirklich alle Lebensphasen, damit meine ich auch Momente, in denen es mir nicht gut geht, in denen ich nicht glänze, sondern einfach angenommen werde, wie ich bin. Und was ich an meinen Freunden besonders schätze über all die Jahre jetzt, ist, dass ich mich auch, wenn ich gerade drehe oder auch viel mit der Familie zu tun habe, dass ich mich wirklich, ich darf mich kurz mal rausnehmen. Also ich darf mich auch mal ein paar Wochen nicht melden, ohne dass dann Vorwürfe kommen. Also es ist wirklich eine bedingungslose Liebe. Wie schaffst du es denn trotzdem, neben deinem Beruf und deiner Familie deine Freundschaften zu pflegen? Oh. Ich habe manchmal das Gefühl, ich bin eine echt schlechte Freundin, was das angeht, weil ich habe immer einen sehr hohen Anspruch an mich. Und deswegen habe ich das Gefühl, ich könnte mich noch viel mehr melden und noch viel öfter ein Essen organisieren. Aber wenn ich dann mal frei habe, habe ich auch große Lust, mich auszuruhen. Aber das sage ich ja gerade. Also ich habe zum Glück einen Freundeskreis, der genauso tickt und der das auch respektiert. Okay. Aber für 2018 habe ich mir auf jeden Fall vorgenommen, mich mehr zu verabreden und öfter Essen zu organisieren. Wie sieht denn eine solche Verabredung oder der perfekte Tag mit deiner besten Freundin aus? Nicht auf die Uhr gucken zu müssen und das bescheuerte Handy einfach zu Hause vergessen zu haben. Denkst du denn, Social Media und all das macht es heute schwieriger, richtige Freundschaften zu schließen? Zumindest in der realen Welt. Also auf Facebook und Instagram und WhatsApp kannst du ja jeden sofort treffen und kannst auch die intimsten Dinge austauschen. Aber ich finde, jemandem gegenüber zu sitzen, das hat eine Kraft und auch eine Magie, die kannst du halt nur so erleben. Und ich habe schon das Gefühl, dass das verkümmert und dass man sich da ganz bewusst drum kümmern muss, sich wieder im realen Leben zu begegnen und auch eben wirklich zuzuhören. Und nicht nur zu überlegen, wann kann ich wieder auf mein Handy gucken. Genau. Wahrscheinlich müsste man wirklich so ganz klare Regeln für sich einführen, wenn man sich trifft, dass man das Telefon einfach wegtut. Ja. Das wäre sicher ein guter Vorsatz. Ja. Jetzt siehst du bei Wendy viele junge Talente. Mhm. Wie ist es für dich, die Kinder schauspielen zu sehen? Das fasziniert mich jedes Mal. Also besonders bei Jule bin ich so fasziniert davon, wie sehr sie das so aus der Hüfte schießt. Zumindest wirkt es so, ja. Klar bereitet sie sich auch vor und macht sich viele Gedanken zu ihrer Figur, aber es wirkt so natürlich und durchlässig und so als würde es sie überhaupt nichts kosten. Das ist natürlich, das ist ja das, was ich mir als erwachsene Schauspielerin immer wünsche. Oder was auf jeden Fall mein Ziel ist, auch in jeder Szene dahin zu kommen. Insofern ist das für mich, mit den Kindern zu drehen, auch immer eine Rieseninspiration. Okay. Ja.
Gab es denn in deiner Kindheit oder Jugend einen Tierfilm, der dich total geflasht hat? Dschungelbuch. Okay, ja. Der flasht mich noch heute. Also wir gucken den regelmäßig zu Hause. Ich überlege gerade, ob es einen Tierfilm gab mit realen Tieren. Also ich muss halt auch an Findet Nemo denken, aber es ist ja auch animiert. Die unendliche Geschichte, kann man das auch zählen? Ich denke, ist auch ja. Ein Tier. Ja, da gibt es einige. Ja. Zum Schluss, was wünschst du den Zuschauern, die, wenn die schauen gehen? Ich wünsche den Zuschauern, dass sie inspiriert und mit ganz viel neuem Mut aus dem Kino kommen. Ja, weil es ist wirklich alles möglich, wenn du willst und wenn du einfach wirklich an dich glaubst. Und ich glaube, das ist auch unsere Message am Ende. Dass wenn dein Bauchgefühl dir eine Richtung vorgibt und egal, was für Widrigkeiten auch auf dich zukommen oder egal, wie viele Stimmen sagen, vergiss es, das wird nicht funktionieren, wenn du trotzdem den Mut aufbringst und die Kraft aufbringst, diesen Weg zu gehen, dass du am Ende immer belohnt wirst. Und ich finde, das ist die Geschichte auch von Jule jetzt in Wendy 2.